denke, diese Auseinandersetzung um Demokratie ist eine, die sich immer stellt. Ich weiß nicht, ob sie sich jetzt verstärkt stellt. Aber was aus meiner Sicht wirklich etwas Bedrohliches ist, ist, dass die Gräben zugenommen haben. Also wir haben auf der einen Seite Menschen, die sich sehr stark für Flüchtlinge engagieren und auf der anderen Seite Menschen, die das sehr kritisch sehen. Und da haben wir tatsächlich das Phänomen, dass man sich wechselseitig eher mit Hass und Verachtung anschaut und tatsächlich am gesunden Menschenverstand der jeweils anderen Gruppe zweifelt. Und das halte ich tatsächlich für problematisch. Und deswegen ist es mein Anliegen, dass wir hier den Dialog zwischen diesen unterschiedlichen Gruppen wiederherstellen beziehungsweise den Dialogfaden nicht abreißen lassen. Weil das ist die ganz große Gefahr in einer Demokratie, wenn man sich in sein eigenes Lager zurückzieht und vor lauter Selbstgerechtigkeit nicht mehr weiß, wie man dem anderen noch aufrichtig begegnen kann, dann haben wir wirklich ein Problem. Ich komme ja aus Bayern und wir haben jetzt gerade auch mit Förderung der Bundeszentrale ein Projekt, das nennen wir Dorfgespräch. Und da geht es tatsächlich darum, dass wir gerade auch in kleinen ländlichen Kommunen Leute zusammenbringen. Leute, die eigentlich sonst eher übereinander statt miteinander zu reden. Und das ist tatsächlich was ganz Faszinierendes. Ein Faktor ist immer, was ist der Raum, in dem ich mich gerade befinde? In einem öffentlichen Raum muss ich ganz anders agieren als in einem privaten Raum. In einem öffentlichen Raum ist die Abgrenzung tatsächlich wesentlich wichtiger auch mal, auch tatsächlich, wenn rote Linien überschritten werden, wenn Tabus gebrochen werden. In einem privaten Raum, und das ist das, worauf wir unseren Fokus legen, also die Nachbarschaft, der Freundeskreis, der Kollegenkreis, da kann ich tatsächlich auch bei jemandem, der etwas sagt, was mir völlig gegen den Strich geht, was vielleicht auch eine rote Linie überschreitet, sagen, sag mal, was meinst du da eigentlich? Warum siehst du das so? Wenn ich hier vorschnell distanziere und den anderen in eine bestimmte Ecke hineindränge, du Rechtspopulist, du Nazi, dann schließe ich den Dialog und das ist tatsächlich problematisch. Und wir müssen das im Dialog mit Leuten klären, die unzufrieden sind, weil tatsächlich ist es ja so, wir werden ein Stück weit miteinander leben müssen, die Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, und wenn wir uns nur wechselseitig ausgrenzen, dann haut das Ganze nicht hin. Eine zentrale Ursache für Aggression und Frustration ist ja oftmals tatsächlich das Gefühl, nicht gehört zu werden. Man kann tatsächlich sagen, wir haben so eine Opferkonkurrenz. Also sowohl Linke als auch Rechte fühlen sich ganz wohl in dieser Opferrolle. Das fällt beispielsweise auf, wenn man die Pegida-Facebook-Seite mal vergleicht mit der Pegida-kritischen Pegida-Watch-Facebook-Seite. Beide inszenieren sich eher als Opfer von einem Staat, der wahlweise auf dem linken oder rechten Auge blind ist. Beide haben eine sehr, sehr einseitige Darstellung der Nachrichtenlage. Also beide sind im klassischen Sinne Lügen- oder Lückenpresse, könnte man sagen. Und beide bauen sehr stark an einem Feindbild, wo sie sich selber eher als Opfer inszenieren. Und das aufzubrechen, das ist tatsächlich eine sehr wichtige Aufgabe. Also unsere Idee ist tatsächlich, im Gespräch mit meinem Gegenüber wertschätzend interessiert nachzufragen, sag mal, was siehst du da eigentlich? Warum siehst du das? Warum meinst du das so? Und dann neugierig, offen, sich in das Gespräch einzulassen und gleichzeitig aber auch klare Kante zu zeigen, wenn etwas ist, wo ich tatsächlich eine ganz andere Auffassung habe.